Hallihallo! Willkommen bei einer neuen Folge von The Whispered World. Und in der letzten Folge haben wir da drinnen einen Feigling vorgefunden. Genau mit diesem Feigling werden wir jetzt sprechen. Hey, hier unten spielt die Musik. Ach, du bist nur wieder. Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum solltest du dich dann verstecken? Ich versteck mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ach, wenn das so ist, kann ich dann versteckt ja überall rum erzählen. Was? Nein! Was machst du da drin? Hier drin? Hier drin ist niemand. Verschwinde einfach. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein verlogener Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? Wem willst du was erzählen? Na, wem wohl? Mispeln den Wächter, den Boss, den König oder du hast recht, ich behalte es für mich, ich bin ja keine Petze. Naja, König gibt's da meine ich nicht, das ist einfach nur der Boss, oder? Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht! Du kennst ja nicht mal seinen Namen! Doch, 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 Moment, wir haben Luni, Lacour, das ist so eine Art, das meine ich, war es ja. Ja? Ah, Entschuldigung. Nee, hier unten ist noch was. Luco. Laco? Nee, Luco. Luco. Er heißt Luco. Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Naja, ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist, weil Gurney, König, Bobby, bla bla bla, braucht man nicht. Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Nein! Das wirst du nicht! Bitte! Ich flehe dich an! Loco wird mich umbringen. Selber schuld. Also nochmal, warum versteckst du dich vor Loco? Na, warum wohl? Ich habe sein Lieblingsessen verhunzt, wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht. Was ist denn das Lieblingsessen? Schimmelsuppe. Igitt, die hat Opa auch immer gemacht. Hey! Es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Askil. Eine wahre Delikatesse. Naja, die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzeneintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon, aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Loco die Haut umkrempeln. Oh je, oh je. Warum kocht Sedwigs Opa eine Suppe, die das Hauptgericht, die Leibspeise der Askil ist? Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals! Es ist geheim! Ah, da, da. Ach bitte, wenn du es mir nicht sagst, verrate ich dein Versteck. Nee, wir gehen gleich auf Offensive. Hallo, Luku! Das schockt mich gar nicht. Du blaffst nur. Ich weiß, wo der Koch ist. Streng dich nicht an. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Lass es bitte einfach bleiben, okay? Wenn du mir nichts sagst, warte, dann versteck ich hier oben in der Waffenkammer. Hier oben in der Waffenkammer. Okay, okay, du hast hier gewonnen. Ich verrate dir ja das Rezept. Du sei bitte endlich leise. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, du brauchst etwas aus der Luft, etwas aus der Erde, etwas aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Was? Na hör doch zu. Etwas aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser und etwas von dir selbst. Moment mal, das ist doch kein Rezept. Das ist bestenfalls ein Merkspruch, um sich drei von den vier Elementen zu merken. Ja, weiß ich auch nicht. Und jetzt lass mich in Frieden. Ah. Bis später. Bitte bleib mir vom Leib. Und vergiss nicht, du hast mich nie gesehen. Okay. Gut. Was aus der Luft haben wir ja schon mal. Das wäre ja dann die Fliege. Und das könnte aus der Erde sein, das Heu. Nur aus dem Wasser, da brauchen wir wahrscheinlich den Frosch dazu, vermute ich mal. Nur wie bekommen wir den Frosch? Gute Frage. Vielleicht erschießen mit dem Bogen. Gut, dann gehen wir also jetzt mal wieder zurück.
und schauen wollen, wie weiter vorgehen. Jetzt muss ich mir mal die Sachen hier anschauen. Am besten gehen wir gleich mal zu dem Kochtopf und schmeißen da schon mal die Fliege rein. Denke ich zumindest mal. Schneller! Schneller! So. Die Fliege. Etwas aus der Luft. Etwas aus der Erde. Moment. Etwas aus dem Wasser, etwas aus der Erde, etwas aus der Luft und etwas von mir selbst. Nein, das hier scheint mir nicht so recht zum Rezept zu gehören. So. Moment. Wir konnten letztens die Pilze nicht wegmachen. Vielleicht können wir die mit dem Messer wegmachen. Ah, super. Okay, gut. Haben wir das schon mal? Rein damit? Etwas aus der Erde. Etwas von mir selbst. Die Rippe vielleicht, aber es ist nicht von mir selbst. Moment. Etwas aus... Nee, okay. Dann... Schimmelsuppe. Na, ich weiß ja nicht so recht. Etwas von mir selbst. Vielleicht reinfassen. Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Vielleicht einen Hexenspruch aufsagen. Etwas von mir selbst. Ah, nee. Ach, geht. Okay. Geht nur noch eines ab. Die Münze wird uns doch nicht viel bringen. Wenn wir hier raus sind, kaufe ich mir irgendwo etwas Ordentliches zu essen. Was ist eigentlich mit der Münze? Eine Münze. Ach nee. Ich brauche keinen Biss-Test, um zu sehen, dass die echt ist. Was können wir mit der machen? Nee. Mag vielleicht das Viech die Münze? Ich schlag dich, wenn du nicht brav bist. Da, ich schneide dich auf. Komm. Hast du Hunger? Koba scheint nicht sonderlich interessiert zu sein. Der isst sich doch nicht selbst. Was haben wir denn jetzt angestellt? Ach, wie knuffig. Müssen wir mit dem da den Gong schlagen? Aber die Suppe ist noch nicht fertig. Da müssen wir wohl noch mal weiterschauen. Was mich ja irritiert, ist ja die Tatsache, dass wir Pfeil und Bogen, beziehungsweise Bogen haben, Pfeil ja nicht, aber wir wahrscheinlich Pfeil brauchen. Nur wie lässt sich ein Pfeil machen? So vielleicht? Wenn wir hier raus sind, kaufe ich mir irgendwo etwas Ort. Kann ich vielleicht damit schießen? Das Tier wurde bereits erlegt, wenn es denn überhaupt ein Tier war. Die Essstäbchen habe ich hier schon versucht. Wenn wir hier raus sind, Also mit dem Pfeil und Bogen meine ich. Essen und kämpfen. Was anderes scheinen die Askel nicht zu tun. Vielleicht müssen wir das anschleifen. Also ich habe einfach die starke Vermutung, weil weswegen hätten wir sonst einen Bogen? Nein, das muss nicht geschliffen werden. Was muss denn dann geschliffen werden? Das Teller? Nein, das muss nicht Oder die Essstäbchen? Nein, das muss nicht... Das Messer haben wir schon, die Münze? Mal gucken, ob ich diesem kleinen Schmuckstück noch den letzten Schliff verpassen kann, ohne mir dabei die Fingerkuppen abzuhobeln. Ohne Rat kommst du doch nie auf diese Lösung, oder? Schrecklich. Okay. Da habe ich wohl etwas übertrieben. Die Münze ist jetzt spitz wie ein Pfeil. Ahaha. Und jetzt so? Mein Konstrukt kommt einem Pfeil schon sehr nahe. Irgendwie. Jetzt mit dem Bogen verbinden? Passt. Sehr schön. Können wir jetzt vielleicht den Frosch abschießen? Ich habe gerade voll den Run. Hey. Ja, manchmal ist es aber auch gut bei Point-and-Click-Adventure, wenn man wirklich gut weiterkommt. Weil immer so dieses Rätsel ist auch nicht immer schön. So, dann schauen wir mal, ob ich dich abschießen kann. Ich würde ja gern, aber ich komme nicht ran. Du sollst doch schießen. Ach, Moment, dann schießen wir ja den Pfeil. Dann müssen wir wahrscheinlich das Seil auch noch dran machen, oder? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Okay, und jetzt? Ich würde ja gern, aber ich komme nicht ran. Da ran, an den Hebel ran. Ich habe nur einen Schuss. Ich sollte ihn nicht verschwenden. Darauf? Na dann mal los. Hey. Ist ja gar nicht so schwer. Da waren die Rätsel am Anfang ehrlich gesagt schwerer.
Und hui. Und wieder festgebunden. Dann können wir jetzt den Frosch nehmen. Gut. Hey, hier geblieben. Ist er weg. Es ist deprimierend. Ich bin einfach zu langsam, um den Frosch zu fangen. Okay. Vielleicht so? Nee. Hey, hier geblieben. Haben wir noch irgendwas dabei? Ah, das wäre vielleicht eine Idee, wenn der Schlüssel schon festgeklebt ist. Die Falle ist gestellt. Es wird ja immer einfacher. Und flupp. Und jetzt? Er klebt auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller. Sehr schön. Dann nehmen wir den Frosch. Okay. Das können wir nicht wieder nehmen. Schade. Dann dürfen wir ja bald alles haben. Und hui! Ja. Hat du Schluck auf? Miezekatze hat Schluck auf. Dann gehen wir wieder da rein. Müssen wir jetzt den armen Frosch dann da reinhauen? Der arme. Ich bin eigentlich nicht der Mensch für sowas. Aber eins muss ich schon sagen. Unser Inventar hat sich gewaltig verschmälert. Und jetzt noch etwas aus dem Wasser. So, das sollte es gewesen sein. Irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ach, ich Trottel. Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Ah, Zunder haben wir dabei. Moment, etwas aus dem... Nee. Dann legst du halt ins Feuer. Das Feuer ist sehr schwach. Ich leg mal lieber ein wenig Zündstoff nach. Aber was wird das bisschen Heu hier schon bringen? Dann schauen wir noch mal rein. Schimmelsuppe? Na, ich weiß ja nicht so recht. Kann man dann jetzt da einen Teller voll rausholen, oder wie? Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ah, Moment, da muss ich ja... Jetzt fest auf da. Erst mal pusten wahrscheinlich, oder? Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Okay, dann ist es jetzt fertig, oder? Hey, ihr Bengel, die Suppe ist fertig. Teller mit Suppe, kann man die selbst essen? Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eher zum gegessen werden. Gut, aber jetzt läuten wir den Gong, oder? Das arme Vieh. Ah, endlich der Essensgong. Garni hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Spot! Da oben im Eck war Spot. Oh mein Gott, was ist denn das? Das Essen steht dir noch gar nicht bereit. Wenn ich den erwische, der mir diesen Streich gespielt hat, er wird es noch bereuen, wenn der Gong in Zukunft mit seinem Oberschenkelknochen geschlagen wird. Wie nett. Gut, wir müssen das Teller als erst auf den Tisch stellen. Meine Herren, so ein Mimöschen. Gut, Teller. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt dann da vorbei? Das wird das große Problem werden. So, das gleiche Spielchen nochmal. So, springen wir jetzt, das haben wir schon gesehen. Ah, es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Und jetzt? Kommen wir da vorbei? Schleichen wir das jetzt hier raus, oder? So, das funktioniert. So, und nochmal, weil es ist gerade abgestürzt. Juhu, da kommt Freude auf. Versuchen wir es halt nochmal an den Koch vorbeizukommen. So, jetzt aber. Komm, ohne abstürzen.
Und, du schaffst es, komm, hopp. Du schaffst es. Oh, geschafft. Und die Folge ist jetzt zu Ende. Genau. Ich speichere jetzt, bevor mir da schon wieder irgendwas abstürzt. Denn ich musste mich wieder bis zu dieser Stelle spielen. Gott sei Dank ging das relativ flott. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.